Tagchen, Leute, herzlich willkommen. Es wird Zeit, über den Patch 9.18 zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das hier so wirklich eine Folge von Grummel grummelt wird, denn die meisten Veränderungen, muss ich gestehen, finde ich bisher ganz gut. Aber es gibt natürlich trotzdem Redebedarf, denn in der Community herrscht eine sehr zwiegespaltene Meinung. Und deshalb gucken wir uns zuallererst mal die erste Änderung an, die Wargaming in ihrem Video bekannt gegeben hat. Und zwar die Einführung der neuen leichten Panzer der Stufe 10. Da wurde bisher sehr viel spekuliert, denn man muss natürlich sagen, dass das Balancing noch ein bisschen Zeit braucht, das Austesten, welcher von diesen Panzern ist sehr stark, vielleicht sind sie alle insgesamt einen kleinen Ticken zu stark oder einen kleinen Ticken zu schwach, das wird natürlich noch eine Weile dauern. Da kann jetzt ernsthaft noch niemand wirklich sich groß drüber aufregen, weil Leute, gebt dem Ganzen doch mal bitte ein bisschen Zeit. Worüber man sich aber aufregen darf durchaus, ist die Veränderung, die das Ganze für Tier 8 Lights und für die Tier 6 Light Tanks mitgebracht hat. Denn viele von diesen Light Tanks wurden ein kleines bisschen schwächer oder sind jetzt ein kleines bisschen schwächer, als sie vorher waren, außer den Premium Light Tanks. Zum Beispiel der Type 64 oder der Bulldog Grand Final. Diese Fahrzeuge wurden fast gar nicht überarbeitet. Ich weiß überhaupt nicht, ob die überhaupt angefasst worden sind. Aber die Premium Light Tanks stechen auf ihrer Stufe jetzt so dermaßen heraus im Vergleich zu den anderen Light Tanks ihrer Stufe. Der VK, der Deutschen zum Beispiel, hat keine Howitzer mehr. Warum denn das nicht? Das war doch der größte Fun-Faktor an diesem Panzer. Jetzt hat er den nicht mehr, das ist doch für den Arsch. Jetzt ist es doch einfach nur noch eine Gurke. Wie es sich im Balancing auswirkt, muss man im Laufe der Zeit sehen. Aber einen Type 64, der jetzt als Top-Tier-Tank unterwegs ist. Heidewitzka Wargaming. Heidewitzka. Der war schon vorher in Tier 7-Gefechten eine echte Macht. Jetzt als Top-Tier-Tank. Wow. Da wünsche ich den Gegnern schon mal viel Spaß. Leute, der verbesserte Matchmaker ist doch eine wahre Pracht. Hä? Natürlich gibt es immer noch hier und da vereinzelte Dysfunktionalitäten, dass mal da ein Heavy Tank mehr ist oder da ein TD mehr ist, aber Punkt 1, nur noch 3 Artillerie pro Games. Oh Leute, da könnte ich richtig steil gehen in der Hose. Und auch die verbesserte Matchmaker-Mechanik, dass so und so viele Top-Tier-Tanks, so und so viele mittlere Tanks und so viele Tanks unten und beim Ausbalancing hier und da, das ist doch super genial. Jetzt ist man zwar manchmal noch mit Tier 8 Panzern in einem Tier 10 Gefecht, aber dann ist sichergestellt, dass es genug Tier 8 Panzer gibt auf beiden Seiten, dass man sich nicht komplett hilflos fühlt, sondern man kann mit 50% der gegnerischen Panzer mithalten. Das ist super. Das ist super. Aber dass ein Tier 6 Light Tank, ein Type 64, in Gefechte kommt, wo er dann Top-Tier ist und gegen Tier 4 Tanks antreten muss. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch, denn es muss angesprochen werden, zu der wohl größten Veränderung, die Wargaming seit Patch 1.0 eingeführt hat. Die Überarbeitung der Selbstfahrlafetten auf eine dramatische Art und Weise, die die Community im Augenblick komplett spaltet. Da kommst du manchmal mit Artilleries daher und splashst auf 12 Meter. Jungs, 12 Meter Splash-Radius. Du bist nirgendwo mehr sicher vor der Artillerie. Du stehst an der Hausecke und die splasht dich bis zum Tod. Es ist unglaublich, was der Splash-Radius inzwischen für extreme Ausmaße angenommen hat. An der T-92 von den Amis. Ja, die bombt dich quer über die ganze Map kaputt. Das ist ja schön und gut, dass sie nur noch ein bisschen Schaden macht. Aber der Stun-Effekt, der ist sehr, 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 sehr nervig für die gegnerischen Panzer, was ja auch so gedacht ist. Aber dass der Splash-Radius so dramatisch erhöht worden ist, dass alle Arti-Safe-Positions beinahe, die es noch gab, und davon gab es ja nicht mehr allzu viele, ja, die sind Geschichte. Die sind raus. Schon mal hier so ein paar Wüstenmaps getestet, ja? Wo man oben links ja irgendwie noch so als Heavy-Tank fungieren konnte, weil das eine Arti-Safe-Position war. Ja, kannst du knicken. Und das führt dann halt auch wiederum zu sehr, sehr viel Frust, weil die Artillerie ja jetzt schneller schießt, genauer schießt, einen höheren Splash-Radius hat und das dann eigentlich einen viel größeren Einfluss hat aufs Gefecht, als es vorher der Fall war. Artillerie ist im Augenblick viel größerer Faktor
Für den Artillery-Fahrer selbst mag das vielleicht gar nicht so wirken, weil er am Ende vielleicht mit weniger Damage rausgeht oder keine Gegner mehr wirklich tötet. Eine Arti im Platoon, von mir aus nicht ein Dreier-Arti-Platoon. Aber dass Leute mit Artis in Platoons nicht mehr können, das ist doch Blödsinn, oder? Was? Warum? Damit die sich nicht absprechen? Ja, komm. Also ganz ehrlich, dann macht es doch auch keinen mehr... Also das ist doch dann wirklich nur noch dieses Bild von dem einsamen Arti-Fahrer, der da sitzt. Fab-Klick und nicht mal mehr mit irgendjemandem kommunizieren kann. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zum letzten Punkt auf meiner Liste, denn um die Veränderung der HD-Modelle, da interessiere ich mich nicht für. Das ist für mich so kosmetischer Natur, da braucht man nicht groß drauf eingehen. Aber dass jetzt das Verbrauchsmaterial mehr als einmal nutzbar ist und so einen Reload-Timer besitzt, der es euch ermöglicht, euch immer wieder zu reparieren und Besatzungsmitglieder immer wieder ins Leben zu rufen oder von Stun-Effekten zu befreien. Das war leider ein absolutes Pflichtprogramm von Seiten von Wargaming durch die Veränderung der Artillerie. Dass das jetzt natürlich auch ein ganz anderes Gameplay hervorruft, wenn man auch keine Artillerie dabei hat, weil man nicht mehr getrackt werden konnte und der Gegner wusste, ah, alles klar, Kette ist weg. Wenn ich den jetzt nochmal tracke, dann ist der kaputt. So einfach ist das jetzt nicht mehr. Das erfordert natürlich wieder ein gewisses Umdenken. Aber grundsätzlich war es einfach ein Muss. Durch die erneuerte Artillerie musste genau diese Maßnahme eingreifen. Und dass das jetzt ein paar Veränderungen auf die normalen Gefechte ohne Artillerie hat, das ist zwar so, aber sind wir doch mal ehrlich, der Einfluss ist doch eher geringfügig, zumindest für die Random-Gefechte. Dass in Clan-War-Gefechten das eventuell abused werden kann, mag sein. Aber auch hier würde ich sagen, das zählt eher zu den Veränderungen, die man sich einfach angewöhnen muss. Und ich glaube, auf lange Sicht gesehen, wird es auch nicht so dramatische Änderungen hervorrufen im Gameplay, weil es doch ziemlich minimal ist. Rundherum, liebe Freunde, muss ich daher sagen, dass in dieser Episode von Grummel grummelt tatsächlich relativ wenig gegrummelt wurde, weil mir der Patch einfach sehr gut gefällt. Ich habe zwar immer noch nicht besonders viel gespielt seit dem neuen Patch, weil mir dazu die Zeit fehlt, aber alles, was ich so in Replays gesehen habe, auf Streams gesehen habe, gefällt mir gar nicht so schlecht. Dass die Artillerie noch nicht genau da ist, wo sie hinkommen soll und muss, das ist uns, denke ich mal, allen klar. Aber das kann man auch nicht erwarten, dass beim ersten wirklichen Versuch, die Artillerie zu ändern, zu balancen, dass da gleich der perfekte Ansatz gefunden wird und das gleich perfekt funktioniert in Balancing mit allen anderen Änderungen. Leute, das geht nicht. Das kann nicht sein. Deshalb müssen wir jetzt dafür sorgen, dass das Schritt für Schritt angepasst wird. Und von daher arbeitet weiter dran mit. Ja? Meckert so viel ihr wollt, meckert so viel ihr könnt. Denn jeder Mensch da draußen, der über irgendetwas meckert, auf eine konstruktive Art und Weise, hilft natürlich irgendwo, sich eine Meinung zu bilden und dann letztendlich auch das Spiel dahin zu führen, wo es alle haben wollen. Oder zumindest eine große Mehrheit. Und an all die Art, die Liebhaber da draußen. Hä? Wie gefällt euch das jetzt? Hä? Wie gefällt euch das jetzt, auf 12 Meter Radius 5 Mann in die Luft zu sprengen und zu stunnen und alle können die richtig abfracken? Ich glaube, viele, viele Arti-Spieler lieben diesen neuen Patch. Viele Light-Spieler lieben ihn ebenfalls. Und für die Heavy-Tanks? Wayne, die sind jetzt halt die Gelackmeierten. Aber so ist es halt. Ja? Mal gibt Wargaming, mal nimmt Wargaming.